Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2 Director's Cut. Wir sind im Canyon des Titan und wir machen gleich weiter mit, naja, der Ausrottung der Plünderer. Kurz vorweg, ich habe, glaube ich, den Fehler gefunden, den ich hatte mit Wasteland 2, warum es zu den Abstürzen kam. Es handelt sich wohl um eine Inkompatibilität zwischen Wasteland 2 und meiner Aufnahmesoftware. Ich glaube, dass ich den Fehler, naja, eliminiert habe. Ob es tatsächlich so ist, werden wir sehen. Als allererstes, gut, die ganzen Leichen sind jetzt mittlerweile weg, weil ich ja ein paar Mal neu geladen habe, nachdem ich abgespeichert habe und mich auf die Fehlersuche begeben habe. Aber macht nichts. Okay, wir können die ganzen Beutel jetzt hier mal untersuchen und aufnehmen. Das machen wir natürlich mit Ralphie, unserem Glückskind. Okay, Ralphie, heb mal auf. Was habe ich hier? Ein Gurkenglas. Ja, hast aber Glück gehabt. Was habe ich hier? Antibiotika. Was ist das für unseren Doktor? Das ist was für Sie. Ein Mad-Magazin. Gibt's Mad eigentlich noch? Gibt's das Mad-Magazin noch? Ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich habe auch schon ewig nicht mehr danach geguckt. So, Ralphie, nein, das ist was für dich. Okay, Ralphie. Weiter geht's. Es gibt doch noch einiges abzuchecken. Kleiner Checker. Munition. Okay, die ist, glaube ich, für dich. Die ist auch für dich. Ein Herz. Puh. Ah, das lassen wir hier liegen. Damit wollen wir uns nicht weiter beschäftigen. Hier ist das Herz drin, ne? So, da haben wir die Plörre, um die es geht. Ralphie, dein Part. Gluck, 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 gluck. Miau. So, Pizzeppi. Pipette. Die Pipette, die untersucht natürlich die Gegend nochmal ein bisschen. Hier ist ein Tresor. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Alarmanlage. Kein Sprengstoff, meine Güte. Okay, Alarmanlage. Doc. That's your job. Oh. Super. Hast du toll gemacht, Doc. So, na gut. Aufkriegen wir ihn sowieso. Und was haben wir hier drin? Ein kleines Visier. Naja, das ist... okay. Also, das ist Munition für dich. Das ist Munition für dich, wenn ich mich nicht irre. Das ist Munition für dich. Kleines Visier nimmst du. Und das nimmst du. Und kriegen wir das jetzt noch irgendwie? Nee. Zap. Er ist gezappt. Noch für, naja, ein paar Sekunden. Autsch. Ihr solltet vorsichtiger sein, wenn ihr an elektronischen Teilen herumspielt. Nach diesem Schlag ist alles ein bisschen verschwommener. Ja, der arme Doc. Minus 4 auf Alarmanlagen entschärfen und minus 1 auf Auffassungsgabe. Ja, da war seine Chance eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ah, hier haben wir noch was. So, Ralphie, your job. Und was haben wir hier? Na gut. Nochmal was für den lieben Onkel Doktor. Und hier haben wir jetzt 3 Gräber. Gräber soll man eigentlich nicht ausbuddeln. Ne? Die Ruhe der Toten und so. Aber es ist eine harte Welt. Es ist eine harte Welt. Und wir können hier jeden Vorteil nutzen. Von daher machen wir uns an die Arbeit. Hm.
Munition. Okay, Scrap. Powerhandschuh. Munition bekommst du. Ich muss mal gucken, ob. Also, wer. Welche Munition benötigt. Ich habe das gerade nicht mehr so im Kopf. Oh. Nice. Nice. Ein Scharfschützengewehr. M24. 68 bis 83 Schaden. Hallo? Hallo? So, Lavalampe, komm, die sammelst du doch so gern. Angel, was sagst du dazu? Krass. Die ist fast so gut wie das erregte Scharfschützengewehr. Nicht ganz so durchschlagskräftig. 8 Schuss Kapazität, 30 Meter Reichweite. Ha. 4% Wahrscheinlichkeit einer Ladehemmung. Das ist natürlich nicht so schön, aber insgesamt, vergleichen wir sie mal hier mit dem Bullpup. Das ist doch mal ein Unterschied. Ich glaube, wir haben ein neues Gewehr gefunden. Für unsere Indianerin. Ja, die hat mit ins Grab genommen. So, Bonus, okay. Das bekommst du. Und den Würfel. Den Würfel. Ach, du würdest doch gern. So, jetzt müssen wir. Eigentlich wollte ich jetzt weitermachen mit Action, aber wir müssen uns das Gewehr einmal anschauen. Ja. Das Gewehr hat aber momentan Kara. Unsere. Ah ja, und Munition wollte ich mal gucken, ne? So, er braucht die. M16. M16 verschießt. Verschießt. Ja, das muss doch hier irgendwo stehen. Ich bin der Meinung. Da. Ja, ganz oben. 5,56 mm. Also die hier. Jo. Das bedeutet, die hier. Naja, okay, er kann sie aber sammeln für später mal. Kommen bestimmt noch andere Gewehre. So, hier ist alles Chico. Der hat jetzt unnütze Munition. Komm, kommst du dann auch nochmal die dazu? Okay. So, ich habe hier noch ein. Achso. Moment mal. Das ist irgendein anderes Bullpup, das ich woanders gefunden habe, oder ist das das von. Nee, das ist das von ihr. Okay. Wieso ist das hier? Wieso ist das nicht. Na. Ich wundere mich nicht. Gut, dann müssen wir das mal wieder auseinandernehmen, ne? Entfernen. Oh. Der lange Lauf. Können wir hier irgendwas dran ändern? Waffenschmieden. Punkt bestätigen. Punkt bestätigen. Ach, hat sie nicht irgendwas für Waffenschmieden gehabt? Naja. Entfernen. 100. Na also. Läuft. Ich will die Sachen ja nicht aus Versehen kaputt machen. Man bekommt sie ja nicht immer. So. Und jetzt. Langer Lauf. Mod anbringen. Kleines Visier. Nee, nein. Hochleistungszielfernrohr. Komm. So. Ja, minus 4 Wahrscheinlichkeit, ja, das braucht sie, ne? Ich hätte ja noch ein anderes Magazin. Nee, hätte ich nicht gehabt. Es gibt ja noch dieses Magazin, dieses mit der mehr Munition. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
Bestimmt hier. Er hat das, glaube ich, ne? Magazin. Hochkapazitätsmagazin, genau. Das wäre natürlich schöner gewesen, aber dann hätte sie 2% Wahrscheinlichkeit einer Ladehemmung. Das möchte ich nicht. So, ich weiß zwar nicht, was eine Taschenlampe an einem M24, also einem Scharfschützengewehr, so, naja, so bringt, ne? Ich meine, plus 4% Trefferwahrscheinlichkeit mit der Taschenlampe, aber wenn man sich mal überlegt, aus welcher Entfernung man schießt, ob da das Licht dann noch ankommt, ob man sich damit nicht eher selber verrät, na, whatever. Whatever. So, eine Uzi, das ist wahrscheinlich alles Zeug, das wir irgendwann mal dann verkaufen. Was bringt das Ding eigentlich? Hochleistungszielfernrohr, kleines Visier, Waffenteile. Okay. Ich nehme die noch nicht auseinander, denn danach sind die schwerer als vorher. Ich behalte sie eher erstmal so. So, du bekommst dein hübsches Gewehr zurück, oder ein neues hübsches Gewehr. So, höhere Reichweite, gleiche Durchschlagskraft, mehr Schuss und viel mehr Schaden. Ja, Walcher ist jetzt viel gefährlicher. Ja, das hat Spaß gemacht, das, was wir hier gefunden haben. Ich glaube, damit haben wir dieses Lager dann auch komplett geplündert. Und sollte uns auf den Weg machen in das nächste Lager. Das ist das Lager. Ja. Das ist das Lager. Das ich bereits auseinandergenommen habe. So, die Leute lassen wir mal laufen. Wenn ich mich nicht irre. Ja, seht ihr? Hier müssen wir nur noch einsammeln. Ich habe extra nicht eingesammelt. Hier müssen wir noch einsammeln. Wir wurden halt angegriffen, ne? Weil wir keinen Mönch dabei hatten. Und ich habe einfach nicht darauf geachtet, ne? Vorher war das ja immer so, ja, ey, die haben einen Mönch. Okay, ihr könnt durch, ne? Und ich wollte ja nur zur Ranger-Zitadelle. Und ich habe halt gedacht, okay, wir sind ja gut durchgekommen, also kommen wir auch gut wieder zurück. Habe auf den Ausgang geklickt und die Ranger liefen los und hier wurden sie plötzlich angegriffen. Ja, und dann konnte ich nichts mehr ändern. Aber das tut mir auch überhaupt nicht leid, weil hier war dieser fiese Plünderer, der vor unseren Augen dieses Pärchen erschossen hat. Ne? Von daher gerechte Strafe. Gerechte Strafe. So, du gehst vor. Moment. Vex. Das habe ich ja ganz vergessen. Vex. So kannst du noch nicht rumlaufen. Du bist ja voller Kratzer und Einschüsse. Plong. So. Und nochmal. Ich glaube, einmal müssen wir noch, ne? So, Vex ist wieder voll drauf. Aber wir können noch ein bisschen was machen. Hier, genau. Wir können ihn ja übertakten, ne? Es wird zwar jetzt nicht zum Kampf kommen, aber ich glaube, das Übertakten, genau, bringt auch immer ein bisschen EP. Maximale Leistung. Und wenn wir ihn wieder übertakten können, holen wir uns wieder ein paar EP. So. Wir sind im Lager. Und gucken wir uns mal an, was wir hier so haben. Ralphie. Your job. Wundnähmaterial. Genau. Wundnähmaterial. Und nochmal ein bisschen was für ihn. Lippenstift. Lippenstift ist was für Walcher. Komm. Und noch mehr Lippenstift. Ein Herz. Diskette. Komm. Du trägst doch auch CDs an dir herum. Ah, ein Herz nehmen wir dann doch mal mit.
Wir sind ja nicht so herzlos, ne? So. Weiter geht's. Achso, hier war übrigens ja auch so ein Mönch, ne? Der auf uns zugerannt kam. Den habe ich angeschossen. Der ist explodiert. Das gab einen dicken Wumms. Einen richtig dicken Wumms. Hier oben können wir nicht mehr rauf. Ich muss mir für die Zukunft irgendwas überlegen, was ich mache mit Sprengstoff. Irgendjemanden hier muss ich zum Sprengstoffexperten ausbilden, weil ich ja keinen mehr habe. Ne? Tucker ist ja jetzt in der Ranger-Zitadelle und theoretisch müsste Ralphie seinen Job übernehmen. Ralphie müsste also ein Sprengstoffexperte werden. Problem ist nur, Ralphie hat momentan, na gut, okay, er hat 4 Intelligenz. Er bekommt 3 Punkte pro Stufe. Aber, oh, 8 Punkte hat er. Ich könnte mir einmal Toaster-Reparatur dazu packen. Es wird halt ein bisschen dauern, bis wir den, also bis er Tucker tatsächlich ersetzen kann. Hm? Wo haben wir hier Sprengstoff? Da. Er könnte jetzt Stufe 3 Sprengstoff machen. Stufe 2 Sprengstoff habe ich hier. Falls ich ihr keinen anderen Skill mehr gebe, könnte sie auch ein Sprengstoffexperte werden. Aber das weiß ich noch nicht. Ich hätte gerne Sprengstoff bei jemandem anderen. Nämlich bei Ralphie. Und ich bin der Meinung, na gut, er ist halt ein paar Stufen hinter den anderen, ne? Wenn er jetzt nochmal 8 Stufen mehr hätte, dann hätte er, oh, 8 mal 3, 24, 24 Punkte mehr, dann wäre er bei Sprengstoff 7. Ja, würde passen. Er hätte aber keine andere Kampffähigkeit. Das ist auch etwas, was mich stört. Er hätte keine andere Kampffähigkeit. Tucker war immerhin Nahkampfexperte. Ne? Also, was heißt Nahkampfexperte? Er hatte hier Klingenwaffen, ne? Ja gut, das ist halt der Punkt, ne? Will ich jemanden haben, der richtig gut Toaster reparieren kann, dann, naja, dann kann er nicht kämpfen. Vielleicht bringe ich Ralphie doch nochmal wieder zurück. Vielleicht lasse ich ihn noch so ein, zwei Stufen aufsteigen, das müsste dann ja lang. Dann habe ich einen Toaster-Experten Stufe 9 oder so. Und dann hole ich ihn, mache ich wieder diese Toaster-Runs, die ich schon mal gemacht habe. Ne? Ich überlege, wo sind überall Toaster. Dann mache ich einmal so einen Rundgang, öffne mit ihm alle Toaster, bringe ihn wieder zurück und hole wieder Tucker in die Gruppe. Das ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist das das Beste. Anstatt sich so herumzuplagen. Weil Tucker konnte auch richtig viel tragen. Konnte auch richtig gut zuschlagen. Er war ein richtig guter Tank halt, ne? So, ein Herz. Herz wollen wir nicht. Was haben wir hier? Verbandskasten, Uzi und Detonator. Na gut, ein schrottiger Detonator. Na, fangen wir mal an. Hier, Doc. Das für dich. Uzi ist für dich. Und das auch. Und Panzertape. Das wirst du gut tragen. Und das wirst du auch tragen. Und fertig. So. Hier können wir nichts mehr rausholen. Richtig. Zwei Dinger brauchen wir noch. Na gut, es gibt noch genügend Plünderer im Ödland. So, das war das Lager. Dachsbau. Ach, den Dachsbau haben wir, glaube ich, schon erledigt. Den Dachsbau haben wir erledigt, wenn ich mich nicht irre. Der ist hier. Ja, da sehe ich schon, die Tonne ist leer.
Folge geht ja so langsam, langsam ihrem Ende entgegen, ne? Will ich mal so andeuten. Und wir haben bisher noch keinen Kampf gehabt. Also mich stört's nicht. Ich hoffe, es stört euch auch nicht, dass es mal wenig Action gibt. Immerhin, wir haben trotzdem ein bisschen was gemacht, ne? Neues Gewehr und so. So. Ah, das ist wieder der Außenposten mit den Klapperschlangen. Da wollen wir nicht hin. Ich weiß ja nicht, die sind rot, ne? Also, das ist übrigens also weshalb ich nicht an diese Leute rangehe, egal ob sie rot oder weiß sind, weil weiße Leute können auch ganz schnell rote Leute werden. Und ich habe zwar ein Quasi-Deal mit den Klapperschlangen. Sehr schön. Das ist also das nächste Ziel. Und hier oben waren wir scheinbar auch noch nicht. Hier ist ja ganz dunkel. Oh. Und hier sehe ich ein Fass so im Dunkeln. Ah, das ist schön. Ich glaube, ich erinnere mich. Ich wollte hier keinen Kampf starten, weil ich nicht wusste, ob das nicht die anlockt. Aber ich glaube, wir sind weit genug weg. Wir postieren uns einfach mal ein bisschen. So. Die sind jetzt schon nah dran, ne? Lassen wir uns mal lieber nicht zu viel Zeit mit dem Postieren. Na, vielleicht doch lieber hier hin. So, Scharfschützen nach vorne. Hier nach hinten. Vex, ja, okay. Ich darf nicht in Vex. Ah. Der Nachtschatten hier ein bisschen blöd postiert, dann kommt sie halt hier wieder. So. Also ich darf nicht vorwärts stehen, ne? Ihr wisst ja warum. So, du kommst stattdessen mal dahin. So, alle mal hier bitte bücken. Was heißt bücken? Hinknien. Und dann wollen wir mal loslegen. Drei Dachse, vielleicht auch mehr. Dann Angel. Angel. Okay, Sicht blockiert. Okay, hier müssen sie also rum. Kleiner Engpass, das ist gut. Präzisionsschlag. Auf die Füße. Und der geht daneben. Und zerfetzt einen Kaktus. Super schlecht. Und das hier ist auch nicht gut, dass die sich jetzt so hingestellt haben. So, bitte einmal die Füße treffen. Überrascht. Genau, so wollen wir es nicht. Kann er den? Ja, kann er. Auch überrascht, das ist schön. Ah, ich habe nicht nachgeladen, ne? Ich habe mit einigen Leuten nicht nachgeladen. Das ist nicht schön. So, treffen kann sie im Moment keinen. Weißt du was? Du gehst einfach mal auf Hinterhalt. Doc? Was macht denn der Doc hier? Wieso ist er nicht mitgegangen? Oh, gut, okay. Es ist, wie es ist, ne? Irgendwie haben wir Doc vergessen. Verdammt. Doc! Oh. Alter Schwede. Ist Dex noch überladen? Also, übertaktet? So. Wenn Vex jetzt da steht, dann kann sie ja hier hin, ne? Ist auch okay. Sechs Punkte hat sie noch. Da halt. So, komm mal lieber Dax. Komm. So, schlecht. Ich möchte ja nicht Vex treffen, ne? Es ist, wie es ist.
Okay, den kann sie nicht. Dann. Ja, dafür lohnt es sich aber auch nicht. Unterhalt. So, der Doc. Und du beendest deinen Zug. Halt. Na, und Vex, bleib stehen. Ah, Vex ist auch im Hinterhaltmodus. Das ist gut. Das ist gut. Dann machen wir wieder einen Hinterhalt, ne? Na? Und tschüss. So. Leer, okay. Bitte alle mal nachladen. Ne, alle mal nachladen. So, kommt der Doc? Da kommt der Doc. Sehr gut. Okay, hier haben wir wieder ein paar Dachsfelle. Und hier haben wir... Irgendwas haben wir hier? Ich weiß noch nicht was. Aber das sieht mir hier aus wie ein Defense Tower. Ne? Ein Wachposten. So, Ralphie, geh du mal dahin. Ah, Doc ist wieder bei uns. So, einen Schlammbehälter brauche ich noch. Dann darf ich zurück zu den Mönchen. Und habe hoffentlich keine Probleme dort. So. Ich habe ja noch weitere Mönche jetzt gekriegt, ne? Das ist ja das Problem. So. Dax. So. Komm mal hier hin. Langsam vorangehen. Nicht zu schnell. Ja, das Ding haben wir ja komplett übersehen, ne? Hm. Sieht so aus, als wenn hier noch ein bisschen Platz ist für irgendetwas. Ein bisschen näher ran. Aha. Plünderer Revolverheld. Und noch ein Plünderer Revolverheld. Und noch ein Revolverheld. Alles klar, diese Revolverhelden, die werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Ich habe hier ein kleines bisschen Deckung. Ich weiß aber nicht, ob ich die wirklich brauchen werde. Ich habe ja so einen Reichweitenvorteil. Ich werde mich einfach hier postieren. Was Vex macht, weiß ich nicht. Der wird wahrscheinlich hier reinrennen. Na, mal gucken. Okay. Das ist also Plan für die nächste Folge. Wir werden hier reinstürmen und gucken, was uns erwartet. So, ich mache jetzt auch mal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald.